herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres vorletzten Heimspiels der Saison in der Regionalliga Südwest am Sonntag um 14 Uhr gegen den ersten FSV Mainz 05-2. Vorab noch ein Info zu unserem Fanbus, zu unserem letzten Regionalliga-Auswärtsspiel der Saison am kommenden Samstag, den 11. Mai um 14 Uhr beim TSV Steinbach-Heiger. Wir bieten einen Fanbus an, allerdings ist aktuell noch unsicher, ob wir auf die Mindesteilnehmeranzahl kommen, da ein größerer Teil unserer aktiven Fanszene dieses Mal nicht mit dem Fanbus zum Spiel anreist, da sie eine eigenständige Abschlussfahrt organisieren. Deswegen deckt euch bis Dienstag auf unserer Geschäftsstelle oder am Sonntag an der Fanbude mit Tickets ein, damit wir bis Dienstag abschätzen können, ob der Bus zustande kommt. Ein Busticket kostet 23 Euro. Die Abfahrtszeit am 11. Mai lautet 9.15 Uhr auf dem Scheffelplatz am Homburger Finanzamt. Kommen wir nun zum Spiel am Sonntag. Bei mir sind heute wie immer unser Cheftrainer Daddy Schwarz und unser Spieler Lukas Quirin. Quigi, du hast zuletzt 4 Jahre für die Mainzer gespielt. Wie blickst du nun auf das Duell gegen deinen Ex-Verein am Sonntag? Ich freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt gegen Mainz spielen können zu Hause. Es wird ein geiles Spiel, unser Platz ist super. Mainz will Fußball spielen, wir wollen Fußball spielen. Dementsprechend erwarte ich ein richtig gutes Spiel und ich freue mich natürlich, alle Jungs wiederzusehen. Danke dir. Dann nehme ich immer gerne ein Statement von dir zum kommenden Gegner und zur aktuellen Personalsituation. Ja, ich fange an mit der Personalsituation. Ja, wie ja alle mitbekommen haben, Felix Weber hat sich in Kassel die Schulter ausgerenkt. Er wurde dann im Krankenhaus wieder eingerenkt, aber er wird uns bis auf Weiteres fehlen. Er wird voraussichtlich am Dienstag operiert und dann müssen wir mal schauen, was letztendlich alles dort beschädigt ist, und dann kann man auch Näheres sagen zur Ausfallszeit. Der Marc Ristl, ebenfalls in Kassel verletzungsbedingt ausgewechselt, der hat muskuläre Probleme und wird auch jetzt, wir müssen mal schauen, bestimmt die nächsten 2 Wochen fehlen. Da müssen wir mal gucken, ob es dann noch für was reicht in dieser Saison oder nicht. Dann konnte heute und gestern Pichi, Lomi von Pichowski nicht mit trainieren, der hat was abbekommen in Kassel. Er musste kürzer treten am Sprunggelenk. Der Dodo Schmidt, auch in Kassel was abbekommen, konnte jetzt auch zweimal nicht mit trainieren. Er hat einen Schlag bekommen an der Ferse, Fersenprellung. Und Aki hat auch am Sprunggelenk Probleme. Also Raphael Akoto konnte jetzt auch nicht mit trainieren. Gestern haben wir Markus Mendel eine Pause gegönnt, weil er ein bisschen auch über muskuläre Probleme im Oberschenkel geplagt hat. Heute hat er einen Teil mitgemacht und sieht eigentlich wieder richtig gut aus. Also da gehen wir davon aus, dass es bis Sonntag reicht. Ja, zum Spiel erwarten wir wieder eine Zweitvertretung. Wir haben im Hinspiel dort ein fantastisches Spiel gemacht. Vici hat auch, glaube ich, mit ins entscheidende Tor geschossen. Wir haben und eigentlich gegen Zweitvertretungen bis auf Frankfurt haben wir uns immer recht gut präsentiert. Ja, das erwarte ich jetzt auch im Heimspiel von meiner Mannschaft. Es gilt um diesen Negativschlag da in Kassel wegzustecken, uns neu aufzurichten, neu aufzustellen und dort uns besser und anders zu präsentieren als in diesem Heimspiel. Danke dir. Dann eure Fragen bitte. Keine Fragen? Okay. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns am Sonntag im Waldstadion.